gonna take on the world. Lassen Sie es einfach. Nächste Frage hat der Reitschuster. Für mich ist übrigens nicht maßgeblich, wie reagiert die Bevölkerung darauf? Unsere Situation in der Intensiv- und Notfallmedizin mit Blick auf die Versorgung und Behandlung von Covid-Patienten ist derzeit beherrschbar. Durch die in der Regel milderen Verläufe von Omikron müssen wir anteilsmäßig deutlich weniger Corona-Patienten auf den Intensivstationen behandeln. Die Rate der Atemwegsinfektionen bei Kindern und Erwachsenen ist im Vergleich zur Vorwoche gesunken und liegt im Bereich der Werte von den vorpandemischen Jahren. Und bei der Zahl der wöchentlichen Neuaufnahmen schwerer Atemwegsinfektionen auf die Intensivstationen haben wir fast schon das niedrige Niveau erreicht, das wir vor der Pandemie im Sommer gesehen haben. Das sind sehr gute Entwicklungen. Würde unsere Medienlandschaft auch nur halbwegs funktionieren, dann wären das die großen Nachrichten gewesen von der Bundespressekonferenz mit Lauterbach und Wieler. Stände wie vor der Pandemie. Haben Sie etwas davon gelesen? Haben Sie etwas davon gehört? In ARD, ZDF, der Süddeutschen und den großen Medien nichts, niente, nada, völliges Schweigen, weil es nicht zum Narrativ passt. Unglaublich, ebenso unglaublich wie Herr Lauterbach und Herr Wieler auf der Pressekonferenz wieder die Alarmglocken läuteten. Ich habe das für Sie wieder analysiert, obwohl ich jetzt nicht mehr Mitglied bin. Gerade deswegen, denn dadurch kann ich das noch viel härter machen. Und ja, es ist nicht vergnügungssteuerpflichtig, aber ich habe die Bundespressekonferenz für Sie dechiffriert. Sehen Sie es sich an, es ist wieder unglaublich. Einen besonderen Leckerbissen kann ich Ihnen schon versprechen, wie sich Thilo Jung und Karl Lauterbach gemeinsam bis auf die Knochen blamieren, auch das in den Medien verschwiegen. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zu unserer regelmäßigen Pressekonferenz zur Corona-Lage und dazu. Ja, und man kann ja jetzt mal ganz entspannt sein, weil man hier den ärgerlichsten Kritiker ausgeschlossen hat und ganz unter sich ist. Da macht's doch viel mehr Spaß. Ich fange mal mit der positiven Nachricht an. Die Fallzahlen gehen deutlich zurück. Das ist also eine Entwicklung, die wir antizipiert hatten. Wie bitte? Die Corona-Heulboje Lauterbach hat eine positive Entwicklung antizipiert. Sie sehen, da verschlägt es mir sogar die Sprache. Na also, das ist aber eine schöne Zeitgeschichtskittung. Es war daher richtig, die Maßnahmen des Infektionsschutzgesetzes noch einmal für 2 Wochen zu verlängern. Lauterbachsche Logik par excellence. Die Zahlen gingen zurück, positive Nachrichten, deswegen war es richtig, nochmal zu verlängern. Je geringere Zahlen, umso richtiger zu verlängern, oder wie meint Herr Lauterbach das? Was er meint, kann man allenfalls erahnen. Er meint es umgekehrt, dass wegen der Verlängerung es zurückging, aber er ist nicht in der Lage, das sprachlich korrekt auszudrücken. Und wir sind jetzt in einen relativ stabilen Rückgang der Fallzahlen gekommen. Ich komme daher zu den nicht so guten Nachrichten dieser Woche. Und da steht natürlich voll im Vordergrund die Niederlage bei dem Versuch der Einführung einer allgemeinen Impfpflicht. Moment, das ist ja fast schon etwas Schizophrenie. Die Regierung hat ja nicht mal einen eigenen Antrag eingebracht ins Parlament, offenbar aus Angst, dass er nicht durchgeht. Und wenn sie keinen eingebracht hat, dann ist es zumindest formal auch keine Niederlage. Also das ist etwas schizophren hier. Das ist im Deutschen Bundestag nicht möglich gewesen. Gott sei Dank, weil die Mehrheit doch Vernunft an den Tag legte und nicht ihrem Alarmismus und ihrer Panikmache gefolgt ist, Herr Lauterbach. Aber als Abgeordneter habe ich mich da eingesetzt. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass aus der Perspektive des Gesundheitsministers eine solche allgemeine Impfpflicht dringend notwendig gewesen wäre. Herr Lauterbach spricht von sich schon in der dritten Person. Was kommt als nächstes? Der Pluralis Majestätis, der sagt wir, Karl Lauterbach? Ich weiß nicht. Also eine schlechte Nachricht für all diejenigen, um mal damit anzufangen, die sich seit mehr als zwei Jahren aufopferungsvoll für schwerstkranke Covid-Patienten eingesetzt haben und das weiter tun. Wie perfide, wie infam, jetzt werden die Pflegerinnen und Pfleger, die Ärztinnen und Ärzte, die sich wirklich wahnsinnig eingesetzt haben und die wirklich am
Rande der Belastungsfähigkeit waren, die werden jetzt instrumentalisiert für die Impfpflicht. Schämen Sie sich nicht, Herr Lauterbach, wie ist das dann in unseren Nachbarländern? Kein einziges hat eine Impfpflicht, die es auch wirklich durchsetzt. Das ist doch wirklich Volksverdummung, was hier betrieben wird. Beispielsweise bestimmte Maßnahmen ergreifen müssen, die das normale Leben nicht zulassen. Und natürlich auch noch die Drohung mit neuen rigiden Maßnahmen. Wie gesagt, Geisterfahrer hier in der Bundespresse. Und es ist auch eine traurige Nachricht für die also Sterbefälle und Schwerstkranke. Eine traurige Nachricht für die Toten, entschuldigen Sie meinen Sarkasmus, aber das ist Unsinn, so etwas zu sagen. Der Minister sollte wirklich erst mal formulieren lernen, was er sagen will, ist aber auch Unsinn, denn die Sterbefälle sind insgesamt im Moment, jeder Einzelne ist zu bedauern, keine Frage, aber nochmal, sie sind im Moment nicht über das normale Maß hinausgehend. Und hier werden Fakten in einer Art und Weise ignoriert, die einfach nur erstaunlich ist. Dass wir über eine so lange Zeit jetzt schon diese hohen Sterbezahlen pro Tag also erleben müssen. Herr Lauterbach, das ist doch Manipulation, Manipulation mit Zahlen. Hören Sie doch bitte auf, die Menschen für dumm zu verkaufen. Hier nochmal die Zahlen. Es starben etwa in Meldewoche 11 täglich im Schnitt 298 Menschen. Jeder ist einer zu viel, darüber brauchen wir nicht reden, aber das ist ein Verstorbenenanteil von 0,02%. Das Alter der Verstorbenen hat aktuell einen Mittelwert von 81 Jahren, im Meridian 85 Jahren, also höher als die durchschnittliche Lebenserwartung für Männer. Und um das einzuordnen, ist es auch noch hilfreich zu schauen, wie viele Menschen generell sterben aktuell 3000 Menschen pro Tag deutschlandweit und wie gesagt hier in der ganzen Meldewoche 11 298 Menschen pro Tag. Und der Minister erweckt hier den Eindruck, dass es immer noch ganz gigantische Todeszahlen sind. Das ist Hütchenspielerei, Herr Lauterbach. Und ich bin sehr gespannt, ob danach gefragt wird von den Kollegen. Wetten das nicht? 90% des medizinischen Nutzens, den man mit einer Impfpflicht ab 18 erreicht hätte, hätte man auch mit einer Impfpflicht ab 60 erreicht. Hört, hört, warum, Herr Lauterbach, haben Sie sich dann so laut und so lange für eine Impfpflicht ab 18 eingesetzt, wenn Sie jetzt sagen, dass man 90% auch mit der Impfpflicht erst ab 65 erreicht hätte? Das ist ja eine Wendehalsigkeit, die man sich kaum vorstellen kann. Von daher war ich davon ausgegangen, dass dieser moderate Kompromiss auch die Unterstützung vieler Abgeordneten findet, die sich mit einer Impfpflicht ab 18 nicht einverstanden erklärt hätten. Komisch, dass Sie dann am selben Tag tweeteten, die Impfpflicht sei generell gescheitert und dass, wenn man in den Gesetzesentwurf reinschaut, dort von einer generellen Impfpflicht für alle ab 18 die Rede ist und es nur eine Ausnahme gegeben hätte für diejenigen, die sich beraten haben lassen, was man jederzeit ändern könnte. Also eine Mogelpackung, Herr Lauterbach, und Sie mogeln hier weiter. Was folgt daraus? Es folgt daraus, im Herbst werden wir wahrscheinlich ein drittes Mal nicht optimal in die dann zu erwartende Welle hineingehen. Ja, vielleicht gehen wir nicht optimal in die zu erwartende Welle hinein. Dafür haben wir ein bisschen Leben. Wir können auch das ganze Leben hier stoppen und dann werden wir optimal in die Welle hineingehen. Das würde Ihnen sicher gefallen, Herr Lauterbach. Vielleicht haben Sie kein Leben, vielleicht ist das für Sie nicht wichtig, aber normale Menschen wollen ein bisschen leben. Es ist natürlich möglich, dass es im Herbst keine große Welle gibt. Das ist möglich, aber es ist einfach sehr unwahrscheinlich. Ich kenne eigentlich keine größere Studie und auch keinen also bekannteren Wissenschaftler, mit dem ich im Kontakt bin, der davon ausgeht, dass wir im Herbst nicht eine erneute Welle bekommen. Hört, hört, es ist also möglich, dass es keine Welle gibt, aber deswegen trotzdem die Leute zur Impfung verpflichten und keine Wissenschaftler und Studien, die nicht von dem ausgehen, was Sie denken, Herr Lauterbach. Ja, das liegt daran, dass Sie wahrscheinlich nur mit den Wissenschaftlern kommunizieren und sich auch die Studien herauspicken. Denn es gibt andere Studien und es gibt namhafte Wissenschaftler, die eben sagen, dass es zwar eine Welle geben kann, es gibt jeden Winter Grippewellen, aber dass die nicht wirklich gefährlich sein kann. Das kann eine Omikron-Welle sein, das kann eine veränderte Omikron-Variante sein, mit der wir ringen müssen. Das kann auch eine rekombinierte Variante sein. Ich erspare Ihnen jetzt die weitere Aufzählung. Es kann sehr viel passieren im Herbst. Es kann auch ein ganz neues Virus geben. Es kann uns auch ein Komet auf den Kopf fallen. Es kann ganz viel passieren, Herr Minister, einverstanden. Nur deswegen weiter solche Schritte zu implementieren,
Ich halte das für verrückt. Es ist hier nicht die Zeit von Schuldzuweisungen. Ja, Herr Minister, an Schuldzuweisungen haben Sie natürlich kein Interesse, weil sonst Sie im Kreuzfeuer stehen würden. Und irgendwann werden Sie das auch. Wir haben keinen Spielraum mehr für weitere Lockerungen. Die Lockerungen können jetzt nicht fortgesetzt werden. Wir haben das, was wir an Lockerungen machen konnten, haben wir verbraucht. In unseren Nachbarländern ist Corona vergessen, selbst in Spanien, da sagt man, es ist wie eine Grippe und wir können hier keine weiteren Lockerungen mehr durchsetzen. Herr Minister, auf welchem Planeten leben Sie denn? Sind alle um Sie herum Geisterfahrer? In dem Zusammenhang ist es auch richtig, dass wir die zuerst diskutierte Veränderung der Isolations- und Quarantäneverordnung, die darauf hinausgelaufen wäre, dass die Isolation von Corona-Infizierten durch die Gesundheitsämter nicht mehr angeordnet wird, dass wir das nicht machen. Das habe ich ja selbst zurückgenommen. Wir haben das diskutiert. Das wäre ab dem 1. Mai möglicherweise in Kraft getreten. Aber das können wir uns einfach nicht leisten. Wir hätten damit das völlig falsche Signal gegeben, als dass die Corona-Infektion eine Isolation nicht benötigt und die Gesundheitsämter das nicht mehr machen müssen. Der Vorschlag ist zurückgenommen und er wird auch jetzt nicht mehr verfolgt auf absehbare Zeit. Moment, Herr Minister. Sie haben innerhalb von einem Tag Ihre Meinung um 180 Grad gewendet und Sie erklären nicht, warum es zu dieser 180-Grad-Wende gab. Ich bin gespannt, ob Sie da gefragt werden von den Journalisten. Es ist schon ziemlich dreist, sich dann hier so hinzustellen und so zu tun, als habe es diese 180-Grad-Wende gar nicht gegeben. Mit dem, was wir jetzt wissen, mit großer Wahrscheinlichkeit nicht ohne eine Maskenpflicht zum Beispiel, in den Herbst hineingehen. Hat er hellseherische Fähigkeiten oder liegt ihm einfach so daran, dass es die Masken weiter gibt? Kann man da auch gewisse Gründe überlegen, welchen mir so ansehe, dass er jetzt schon diese Maskenpflicht für den Herbst will. Ich weiß es nicht. Trotz des deutlichen Rückgangs sind die Fallzahlen und 7-Tage-Inzidenzen aber immer noch auf einem hohen Niveau. Es gibt immer noch Landkreise, die haben eine 7-Tage-Inzidenz über 3000. Und durch die hohen Fallzahlen sind natürlich auch nach wie vor viele Menschen krank, in Isolation oder Quarantäne. Auch hier wieder Framing vom Feinsten. Es geht um die Inzidenz. Dabei hat man schon lange erkannt, dass die Inzidenz eben nicht entscheidend sind. Die Krankenhausbelastung ist entscheidend und die Todeszahlen, aber davon redet man nicht. Und viele sind betroffen durch die Quarantäne. Ja klar, wenn man die Abschaffung der Quarantäne aufhebt, dann sind viele betroffen durch die Quarantäne. Also man schafft sich die Probleme selber. Phänomenal. Auch bei einer positiven Lageentwicklung werden wir wahrscheinlich noch länger diese hohen Todesfallzahlen sehen. Ganz klar, wenn man alle testet und wenn man alle mitzählt, die nicht an Covid, sondern mit Corona sterben, dann wird man lange hohe Meldezahlen, Todeszahlen haben. Ganz logisch. Und wie wäre es denn damit einfach, ehrlicherweise nochmal die Alterszahlen mit anzugeben? Jeder alte Mensch ist genauso wertvoll wie jeder junge Mensch, aber ältere Menschen sterben nun einmal tendenziell öfter als jüngere Menschen. Das mag man als ungerecht verurteilen, aber es ist ein biologischer Fakt. Die vielen Personen, die nur mit der Omikron-Variante infiziert waren, aber eben nicht geimpft sind, die haben nach allem, was wir heute wissen, keinen guten Schutz gegen die anderen Varianten. Die aber nicht mehr dominant sind. Warum verschweigen Sie das, Herr Wieler? Haben Sie Angst, dass die Ungeimpften mit einer Zeitmaschine in die Zeit zurückkommen, wo die anderen Varianten noch vorherrschend waren? Seit Mitte Februar stehen wieder immer mehr Ampeln unserer Intensivstation auf Rot. Der Grund im Moment ist vor allen Dingen fehlendes und dieses Mal vor allen Dingen erkranktes Personal. Hunderte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Corona-positiv, viele sind krank und damit nicht arbeitsfähig. Ja, und hier beißt sich die Katze in den Schwanz. Natürlich, wenn man diese Quarantäneregeln nicht aufhebt, wie es geplant war. Natürlich, wenn man testet bis zum Umfallen, dann hat man auch weniger Personal. Und auch noch, wenn man eine einrichtungsbezogene Impfpflicht hat, also Leute, die gerne arbeiten würden, nicht mehr arbeiten lässt. Dann Herr Jung, bitte. Ja, auch nochmal zur Impfpflicht oder Debatte gestern, Herr Lauterbach, Herr Wieler. Da vielen Gästen auch in den Wortbeiträgen Sätze wie, ich zitiere, Impfungen dienen dem Selbstschutz und nicht dem Fremdschutz. Und sowas kommt nicht aus der AfD, sondern zum Beispiel von Ihrem Koalitionspartner, Herr Lauterbach, also Herr Kubicki hat das gesagt. Wie kann das nach 2 Jahren Pandemie immer noch sein, dass so ein Unsinn gesagt wird? Und warum klären Sie Ihre eigenen Koalitionspartner nicht auf, Herr Lauterbach?
Und Herr Wieler, was denken Sie bei solchen Sätzen? Thilo Jung in der Rolle des Fake-News-Verbreiters und des Agitators. Es ist inzwischen selbst auf der Seite des Robert-Koch-Instituts nachzulesen, dass die Impfung eben nicht zuverlässig vor Übertragung schützt. Und hätte Herr Jung vorher genauer zugehört, dann hätte er diese Wortmeldung von Herrn Wieler gehört. Denn wir wissen, die Impfung kann nicht immer vor Infektion, vor Ansteckung schützen. Ja, zunächst, also ich habe Herrn Kubicki in meiner Rede direkt angesprochen und ich schätze Herrn Kubicki sehr, aber seine Expertise in puncto, also Impfwirkungen, Impfschutz sind noch immer nicht da, wo sie sein müssten nach dieser langen Zeit. Das ist aber, also es hat jetzt nichts mit also der Ampelregierung zu tun. Das ist ja quasi kein Regierungshandeln, sondern er vertritt halt diese Position, ist da nicht optimal informiert. Und ich habe ja selbst in meiner Rede angeboten, dass ich entsprechende Literatur ihm zur Verfügung stelle. Unfassbar, Herr Lauterbach ist weder informiert, noch hat er zugehört, was sein oberster Behördenleiter wenige Minuten vorher gesagt hat. Faszinierend. Denn wir wissen, die Impfung kann nicht immer vor Infektion, vor Ansteckung schützen. Ja, das kann ich nicht viel mehr zu ergänzen. Die Faktenlage ist, wie sie ist. Und wir stellen halt immer wieder fest, dass es Menschen gibt, die Fakten negieren. Einfach nur gespenstisch. Herr Wieler traut sich hier nicht, das zu wiederholen, was er vorher gesagt hat, sondern er macht eine 180-Grad-Wende, einen Purzelbaum, um dem Minister sozusagen den Bauch zu pinseln. Denn wir wissen, die Impfung kann nicht immer vor Infektion, vor Ansteckung schützen. Frau Buschow von Eine Nachfrage. Herr Lauterbach, wer regiert eigentlich jetzt in der Corona-Politik? Die Ampel regiert und der Bundestag erlässt Gesetze. Sollte man eigentlich wissen als Journalist, Herr Jung, auch wenn man jung und naiv ist. Und natürlich, wissen Sie es, und natürlich ist es wieder Agitation, die hier betrieben wird. Wer hat das Sagen? Wir regieren als Koalition, als Ampelkoalition. Und ich glaube, dass die Frage soll ja im Prinzip andeuten, als wenn in der Corona-Politik die FDP, die Regierungspolitik bestimmen würde. Tabachs Ungeschicklichkeit ist faszinierend. Er kommt völlig ins Stottern, erklärt dann, was die Frage andeuten sollte. Und statt dass er souverän arbeitet, antwortet, wer regiert hier? Die Koalition regiert und der Bundestag, lässt er sich hier auf dieses billige Spiel von Thilo Jung ein. Das ist wirklich Theater. Das ist definitiv und klar nicht so. Also wir regieren im Verbund. Das ist mir neu. Ich dachte, wir haben eine Koalition. Es stellt sich heraus, wir haben einen Verbund. Das Wort verband ich immer mit Abwasserverbund, Abfallverbund. Ja, merkwürdig, dass Herr Lauterbach hier ausgerechnet dieses Wort benutzt, das eigentlich eher mit Abfall und mit Abwasser zu verbinden ist. Den Rest der Antwort erspare ich Ihnen, weil er nur das zuvor schon wiederholt Gesagte noch einmal wiederholt. Frau Buschow von EPD fragt Sie, Professor Wieler, wie enttäuscht Sie das Scheitern der Impfpflicht? So heißt die Frage. Auch wieder ein schönes Framing. Die Journalisten heulen, dass die Impfpflicht, die sie für das Allheilmittel hielten und die sie unbedingt durchsetzen wollten, gescheitert ist. Die Frage übersetzt. Heulen Sie mit uns, Herr Wieler. Also die Impfpflicht ist ja eine politische Entscheidung. Und insofern kommentiere ich das nicht. Sollten Sie aber doch eigentlich, Herr Wieler, wenn es um die Gesundheit geht. Warum kommentieren Sie das nicht? Ja, vielen Dank, Herr Lauterbach. Weil ich es noch nicht ganz verstanden habe, wird es denn möglicherweise oder sehen Sie noch die Möglichkeit für einen zweiten, wie auch immer gearteten Anlauf bei einer Impfpflicht, wenn ich Sie ja, gestern das hat schon was Posttraumatisches, wenn die Bundestag gescheitert ist, richtig verstanden habe, hatten Sie sich ein Stück weit dafür ausgesprochen. Danach war ich im Kanzleramt bei Herrn Scholz und der sagte, die Demokratie. Ja, vielen Dank. Ich habe gestern in meiner Rede schon gesagt, dass der Tag gestern war, dass die also Parteien, die sich entschieden haben, das zu einer parteipolitischen Frage zu machen, das waren ja im Wesentlichen zwei Stück. Wie von mir wie folgt also angesprochen werden. Von der einen Partei erwarte ich nichts und von der anderen hätte ich mir gestern eine staatstragende solidarische Hilfe erhofft. Da haben Sie was nicht verstanden, Herr Lauterbach. In einer Demokratie ist es nicht Aufgabe der Opposition, staatstragende Hilfe der Regierung zu leisten, auch wenn das unter Angela Merkel so eingeführt wurde. Und Sie haben eine eigene Mehrheit mit Ihrer eigenen Koalition im Parlament. Und wenn Sie die verdammt nochmal nicht auf die Reihe kriegen, dann die Opposition dafür verantwortlich zu machen, dass sie keine staatstragende Hilfe leistet, das ist DDR, Herr Lauterbach. Und bevor jetzt wieder
die ganzen Volksverpetzer kommen. Ich meine natürlich nicht, dass das die DDR ist. Ich meine, das ist ein Denken, das ähnlich ist einem Denken, das es auch in der DDR gab. Punkt. Ich bin daher sehr pessimistisch. Gott sei Dank. Man muss einfach alles versuchen. Einfach nichts unversucht lassen. Aber ich bin da sehr pessimistisch. Alles versuchen, nichts unversucht lassen. Oh Gott, Herr Lauterbach, das Parlament ist das souverän. Das Parlament hat entschieden. Vielleicht sollten Sie sich damit abfinden und einmal etwas Demokratieverständnis zeigen. Herr Scholz hat am Anfang gesagt, wer Führung bestellt, der bekommt sie auch. Haben Sie den Eindruck, dass das die Führung ist, die wir brauchen, jetzt im Hinblick auf Herbst und Winter? Ja, und da rufen auf einmal diejenigen nach Führung, denen sonst das Wort Führung eher suspekt ist. Pardon, darf ich mal kurz unterbrechen? Irgendeiner Kollege redet hier oder telefoniert oder spricht. Das ist total störend. Ob Sie das bitte beenden könnten? Danke. Ja, dann vielleicht die Frage eben an Herrn Lauterbach. Ist eine Führung notwendig? Man hätte sich vorstellen können, andere hätten vielleicht eine Richtlinienkompetenz gezogen, wenn es auch schwierig ist. Die Enttäuschung, dass Deutschland bei der Impfpflicht keinen Alleingang geht in Europa, sitzt tief bei den Kollegen. Auch noch eine Frage an Sie, Professor Lauterbach. Gibt es Teile des Impfpflichtvorschlags, die Sie nun trotzdem gesetzgeberisch aufgreifen würden, beispielsweise eine Beratungspflicht, fragt Sascha Mayer von dpa. Journalisten, die ihre Hauptaufgabe darin zu sehen scheinen, der Regierung zu helfen, die Bevölkerung durchzuimpfen. Naja, eine Beratungspflicht macht ja nur dann Sinn, wenn ich weiß, wofür ich berate. Das müsste dann ja eine Impfpflicht sein. Das heißt, eine Beratungspflicht für eine Impfpflicht, die es dann nicht gibt, kann nicht wirklich sinnvoll sein. Übersetzt, so funktioniert die Erpressung nicht, denn ursprünglich war ja geplant, dass von den ab 18-Jährigen nur diejenigen von der Impfpflicht befreit werden, die eine Beratung nachweisen. Aber das wurde ja in den Medien auch eher nur unterschwellig verbreitet. Und dann habe ich noch eine Frage zum Thema Impfpflicht. Es gibt aber auch noch andere Fragen. Jan Drebes von der Rheinischen Post fragt auch an Sie, Herr Lauterbach, wie enttäuscht sind Sie vom Koalitionspartner FDP, dass Ihr Corona-Management durch das Verhalten der Liberalen immer wieder torpediert wird? Und warum sehen Sie heute, anders als gestern, doch keine Chance mehr für einen neuen Anlauf der Impfpflicht? Ich glaube, dazu haben Sie schon genug gesagt, aber die erste Frage. Ja, auch hier wieder weniger eine Frage als eine Verurteilung der FDP, weil sie nicht bei diesem autoritären, auf sehr fragwürdige Methoden gründenden Corona-Politik-Maßnahmenkatalog so spurt, wie man sich das in den Medien wünscht. Also dass die Ampelparteien bei der Corona-Politik zum Teil nicht in jedem Punkt die gleiche Position vertreten, das ist ja bekannt und gehört auch zu einer Koalition dazu. Politik ist Kompromiss. Und wenn drei das Parteien. Das ist richtig tragikomisch, dass Lauterbach ausgerechnet hier dem Journalisten Demokratie-Nachhilfe erteilen muss. Jessen? Herr Lauterbach, Sie haben jetzt eben gesagt, eigentlich keine oder kaum Chancen für einen neuen Anlauf. Haben die Medien, die gestern Abend und auch heute noch in Printversionen mit der Überschrift, Sie zitieren Lauterbach und Holleczek für neuen Anlauf im Herbst. Haben die das erfunden? Haben die sie missverstanden? Oder hat sich nicht doch ihre Position nach dem kategorischen Nein des Kanzlers heute verändert? Impfpflicht, Impfpflicht über alles. Nein, also ich habe gestern ja auch schon selbst in meiner Rede darauf hingewiesen, dass gestern der Tag war, wo wir zusammenkommen. Wir haben ja über Monate hinweg verhandelt. Jetzt geht wieder die gleiche Leier los. Ich erspare sie Ihnen dieses Mal, denn allzu oft zu wiederholen bringt nichts. Nachfrage. Sie sind ja gestern, ich sag's mal, ausgehebelt worden durch etwas, was es auf Bundesebene eigentlich seit 8 Jahren nicht mehr gibt, nämlich eine faktische schwarz-gelbe Koalition mit anderen Beifarben. Welche Situationen sind vorstellbar, dass dennoch ein erneuter Anlauf für eine wie auch immer gestaltete Impfpflicht Chancen hätte? Also was muss passieren, damit diese negative Prognose sagt, vielleicht müssen wir jetzt doch nochmal dran? Geht es Ihnen auch so wie mir? Ich finde das
unglaublich, ja sogar beängstigend, mit welcher Penetranz hier nur dieses eine Thema immer wieder von den Kollegen durchgeboxt wird. Es ist auch eine Demokratiemissachtung, denn das Parlament hat gesprochen, aber die Medien wollen es nicht akzeptieren, weil es diesmal nicht zu ihrem Kurs passt, beziehungsweise zum Regierungskurs. Phänomenal. Ich bereite mich jetzt darauf vor, dass wir also im Herbst keine allgemeine Impfpflicht haben werden. Das muss man so knallhart und offen sagen. Für mich hat das Ganze schon etwas von einer Therapiestunde für Opfer der Nichtdurchsetzung der Impfpflicht. De facto gehe ich jetzt davon aus, dass wir mit anderen Mitteln die Bevölkerung also schützen müssen. Dazu zählt eine Impfkampagne. Impfkampagne, das Ei des Kolumbus, dass niemand vorher diese Idee hatte. Herr Lauterbach, Sie machen seit anderthalb Jahren nichts anderes als Impfkampagnen. Sie geben dafür Millionen, Millionen und Abermillionen aus. Kritiker sagen schon, das ist eine Subvention für die Medien, diese ganzen Anzeigen. Und jetzt sagen Sie, mit einer Impfkampagne wollen Sie das Ganze beheben. Glauben Sie wirklich, dass diejenigen, die sich bis jetzt trotz aller Drangsalierereien, trotz aller in meinen Augen grundgesetzwidrigen Einschränkungen der Grundrechte, Leute, die das alles über sich haben ergehen lassen, von einer Impfkampagne von Ihnen bewegen lassen werden? Phänomenal. Ja, Sebastian Heinig vom Nachrichtenportal Watson. Herr Lauterbach, Sie sind ja für Millionen Menschen und gerade junge Menschen so als Hoffnungsträger ins Amt gekommen und man hatte den Eindruck, Sie seien durch eine Social-Media-Kampagne in dieses Amt auch mit befördert worden. Jetzt ist gerade in den letzten Wochen sehr viel Enttäuschung auf denselben Kanälen laut geworden über Ihre Performance und gerade aufgrund auch der Fehler, die Sie ja selbst zugegeben haben und jetzt auch nach gestern, nach dem Scheitern der Impfpflicht. Trauen Sie sich zu, dieses Vertrauen, das Sie verloren haben, wieder zurückzugewinnen und wenn ja, wie? Das hat fast schon was Religiöses, diese Frage. Ja, vielen Dank. Zunächst einmal, obwohl ich die sozialen Medien sehr schätze, wie bekannt ist, also ich bin kein Influencer, ich bin Politiker. Und daher muss ich die Regeln machen, die funktionieren im Rahmen dessen, was also politisch möglich ist. Und da hole ich das Maximum für die Bevölkerung heraus. Interessant, wie weit da die Selbstwahrnehmung und die Wahrnehmung durch sehr viele, wie auch mich, völlig auseinandergeht. Die meisten Leute, mit denen ich spreche, sind zufrieden damit, dass ich das Beste versuche herauszuholen, was möglich ist. Was für eine Selbstentlarvung. Und weder der Minister selbst noch die anwesenden Journalisten offenbar scheinen es zu verstehen, sonst würden sie ja nachfragen, denn er gibt damit zu, dass er eigentlich hauptsächlich nur mit denen spricht, die seiner Meinung sind. Faszinierend. Und wenn ich beispielsweise einen Fehler korrigiere, zum Beispiel bei der Isolierung von Menschen, die infiziert sind, wenn ich das dann aber gut erkläre und zurücknehme, dann wird das meine Glaubwürdigkeit nicht schwächen, sondern eher stärken. Eine 180-Grad-Wende innerhalb von einem Tag als Stärkung der Glaubwürdigkeit. In welcher Welt leben Sie, Herr Minister? Vielleicht können Sie dann innerhalb von 5 Minuten künftig Ihre Position wechseln, wenn Sie glauben, dass so ein Purzelbaum die Glaubwürdigkeit erhöht. Da, ja. Lehauk, ARD Hauptstadtstudio. Mich würde noch mal die Zahl der täglichen Toten interessieren. 200 bis 300 haben wir jetzt in den letzten Wochen gehabt. Können Sie das mal einordnen? Auch wie lang erwartet uns das noch? Also wird das jetzt dann irgendwann weniger oder gehen Sie davon aus, dass das noch länger so weitergehen wird? Und sagen wir so, Otto-Normalverbraucherinnen da draußen, schockt das nicht wirklich. Also das mag Sie schocken, das mag mich schocken, aber so richtig kommen die Zahlen da draußen aus meiner Sicht zumindest nicht an. Was für eine Selbstentlarvung. Uns hier im Elfenbeinturm, uns schockt das, aber dieses gemeine Volk, diesem Pöbel, da kommt das nicht an. Unfassbar. Das passiert mit unseren Gebühren. Und die eigentliche Frage, wie viele davon wegen Corona und an Corona, an Covid-19 sterben und wie viele andere Diagnosen haben, die wird eben nicht gestellt. Es wird auch nicht in Proportion gesetzt. Es ist Manipulation pur und Elfenbeinturm pur. Was heißt das denn, wenn man das in eine Relation setzt? Also sind das Zahlen, die mit einer handelsüblichen Grippewelle vergleichbar sind pro Tag oder ist das deutlich mehr? Können Sie das mal in eine Relation bringen, was das letztlich jetzt heißt? Da hat der Kollege zumindest noch teilweise die Kurve gekratzt. Gut, dass wenigstens das noch kam mit der Relation. Danke dafür wenigstens. Aber das Gegenteil von danke dafür, dass die noch entscheidendere Frage an Corona oder mit Corona verschwiegen wird. Und auch die Frage nach dem
Alter, dem Durchschnittsalter der Verstorbenen, wäre ganz entscheidend. Ich würde gerne die Frage von Gisela Broll dazu fügen. Die geht jetzt an Professor Wieler, aber vielleicht können Sie sich das aufteilen. Wie hoch ist derzeit die Letalitätsrate von Covid-19 in Deutschland und welche Letalitätsraten gab es bei Influenza in den letzten Jahren vor der Pandemie? Ja, fange ich vielleicht an, also mit den 200 bis 300 Toten. Wie lange geht das noch? Also wir werden das auf jeden Fall noch ein paar Wochen wahrscheinlich sehen, weil die Menschen versterben ja wenige Wochen nach der Infektion. Das heißt, wir haben jetzt die gute Nachricht, die Fallzahlen gehen deutlich herunter. Die schlechte Nachricht, es sind natürlich noch viele Infizierte, die in den nächsten Wochen versterben werden. Auch da betreibt Lauterbach wieder Sprachjonglererei. Er sagt nicht Menschen, die an Corona sterben werden, sondern Infizierte, die sterben werden. Bemerken Sie den feinen Unterschied. Und das ist schon eine deutliche Übersterblichkeit. Also das hat mit einer normalen Grippewelle natürlich nichts zu tun. Faszinierend. Laut Statistischem Bundesamt gab es bei den letztverfügbaren Zahlen keine statistische Übersterblichkeit. Und warum es mit einer Grippe nichts zu tun hat, ist nicht die Antwort auf die Frage. Die Frage war die Relation und die bleibt Herr Lauterbach hier schuldig. Das ist ein Drittel von der Höchstzahl der Todesfälle, die wir je gehabt haben. In der Größenordnung ist das. Völlig sinnfrei. 200 bis 300, ein Drittel von der Anzahl der Todesfälle, die wir je gehabt haben. Was für welcher? Covid-19, anderer, völlig sinnfreie Antwort. Und das ist eine höhere Sterblichkeit, als wir in der ersten Welle gehabt haben, als wir kaum die Wohnungen verlassen haben. Ich bin kein Statistiker, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, lasse mich gerne von Ihnen des Gegenteils belehren, aber wenn ich mir hier diese Statistik anschaue, und das ist die offizielle vom Statistischen Bundesamt, dann ist das eine Lüge, was Herr Lauterbach hier gesagt hat, denn da ist in der ersten Welle die Anzahl der Toten höher als jetzt. Also für mich liegt hier der Verdacht einer glatten Lüge auf der Hand. Also zu dem Zeitpunkt, wo noch niemand geimpft war und wir haben kaum die Wohnungen verlassen, hatten wir eine Sterblichkeit in dieser Größenordnung. Schauen Sie sich diese Tricks an. Zuerst hieß es, die Sterblichkeit jetzt höher als damals. Das bleibt hängen und dann wird im Nachsatz nochmal gesagt, in dieser Größenordnung. Jetzt hier nochmal kurz die erste Aussage, größer als damals. So wird manipuliert von Herrn Dr. Lauterbach. Und das ist eine höhere Sterblichkeit, als wir in der ersten Welle gehabt haben. Wir gehen mit dieser Sterblichkeit jetzt ganz anders um, aber richtig ist das nicht. Und für mich ist übrigens nicht maßgeblich, wie reagiert die Bevölkerung darauf. Genau, der gemeine Pöbel ist nicht maßgeblich, sonst hätten wir am Ende noch Demokratie. Danke für diese Ehrlichkeit, Herr Lauterbach. Und jetzt gleich nochmal das Thema. Dreimal dürfen Sie raten. Gewonnen, Impfpflicht. Wer hätte das gedacht? Das war zum Thema Impfpflicht, aber die einrichtungsbezogene, und zwar an Sie, Herr Lauterbach, sehen Sie einen Zusammenhang zwischen dem Scheitern der Impfpflicht gestern und der einrichtungsbezogenen Impfpflicht? Droht der einrichtungsbezogenen Impfpflicht jetzt das Aus vor Gericht? Nein, das Aus vor Gericht droht meines Erachtens nicht. Lauterbach, Sie hatten vorhin gesagt, der Spielraum für Lockerung ist komplett aufgebraucht. Was heißt das genau? Heißt das, weil es gar keine Lockerungsmöglichkeiten mehr gibt? Und was ist eigentlich noch der Unterschied zu einer Laissez-faire-Corona-Politik? Laissez-faire, beeindruckend die Fremdwörterkenntnis des Kollegen Jung. Und ansonsten hier wieder Aktivismus pur. Man bekommt fast schon Mitleid menschlich mit dem Kollegen Jung, der so dreinblickt wie ein Kind, dem man das Lieblingsspielzeug genommen hat, weil die böse, böse Politik nicht so streng ist, wie sie sein soll mit den anderen. Ja, ich bringe ein Beispiel. Wenn wir jetzt davon Abstand nehmen würden, dass Quarantäne und Isolation überhaupt notwendig sind, das haben ja einige europäische Länder gemacht, dann wäre das eine sehr wichtige Lockerung, weil das würde bedeuten, dass dann Corona behandelt würde wie eine Erkältungskrankheit. Ja, genau so machen das die vernünftigen Länder in Europa und von einer Katastrophe dort, deswegen ist nichts zu hören. Und diese Lockerung ist ja auch vorgeschlagen worden, an mich herangetragen worden, das werden wir nicht machen. Soweit käme es noch, ich lasse mir doch meine Angst und Panikmache nicht von irgendwelchen anderen europäischen Ländern kaputt machen. Wir haben nach wie vor auch Schutzbedingungen im öffentlichen Personennahverkehr. Wir haben Schutzbedingungen, die stattfinden in den Einrichtungen, wo vulnerable Gruppen betreut werden, von der Eingliederungshilfe über Krankenhaus, der Pflege. Genau, weil das Virus in Deutschland sehr viel gefährlicher ist, als in dem Moment, wo es die Grenze zu vernünftigen europäischen Ländern überschreitet. Vielleicht noch mal eine grundsätzliche Frage, weil das war ja jetzt letzte Stunde das Thema hier. Warum ist eigentlich ein Koalitionsfrieden wichtiger als der Schutz der Bevölkerung, Herr Lauterbach?
Thilo Jung im Besitz der Wahrheit. Er weiß, was der Schutz der Bevölkerung ist und dass der nur durch harte Corona-Maßnahmen zu bewerkstelligen ist. Kollateralschäden, Jugendliche, all das spielt keine Rolle. Besitzer der Wahrheit, jemand, der auch mal tweetete, dass Stalin, Mao und die DDR rechts waren. Alles Wahrheiten? Der Koalitionsfrieden steht nicht dem Schutz der Bevölkerung entgegen. Corona-Jünger unter sich. Und ich mache jetzt hier Schluss, weil es geht wirklich an die Schmerzgrenze. Wenn ich ein Video wie dieses mache, dann muss ich ganz ehrlich sagen, in diesem Moment fühle ich eine Erleichterung, dass ich nicht mehr in der Bundespressekonferenz bin, menschlich, weil das ist wirklich schwer. Das ist nichts Angenehmes. Journalistisch halte ich es für einen Skandal, dass eben die Corona-Jünger jetzt ganz unter sich sein dürfen. Die einstweilige Verfügung, der Antrag darauf von meinem Anwalt ist raus an das Landgericht Berlin. Das hat auch schon reagiert. Es bittet jetzt die Bundespressekonferenz um eine Stellungnahme. Tausend Dank allen, die mich dabei unterstützen bei diesem juristischen Kampf. Schauen Sie wieder rein, abonnieren Sie den Kanal und ich werde, ob als Mitglied oder nicht, auf jeden Fall weiter auch gelegentlich berichten, aber nicht mehr so oft wie früher. Alles Gute, danke, ciao. Nächste Frage hat der Reitschuster. Und weil es gar so gut passt und weil ich mich heute genau so gefühlt habe bei diesem Bericht über die Bundespressekonferenz, hier noch einmal mein Video von vorvergangener Woche darüber, wie Lauterbach an die japanischen Krieger erinnert, die noch Jahrzehnte nach Ende des Zweiten Weltkrieges im Dschungel weiter kämpften. Voilà! Lassen Sie es einfach. Oh, Nadahiro, sagt Ihnen dieser Name was? Ja, für mich hat er etwas mit Karl Lauterbach zusammen. Wer ist Onatahiro? Den Namen kannte ich bisher auch nicht, beziehungsweise ich hatte ihn nicht mehr in Erinnerung. Ich wusste nur, dass es japanische Soldaten gab, die in Asien noch fast 30 Jahre über das Kriegsende hinaus weiter gekämpft haben, weil sie nicht mitbekommen haben, dass der Krieg bereits vorbei ist. Und einer von ihnen war Onatahiro. Er wurde in den Philippinen entdeckt. Man musste schon 1955 gewusst haben, dass da etwas ist. Hat einen Suchtrupp geschickt. Der hat aber dann er und seine Leute, die da noch dabei waren, haben dann auf diesen Suchtrupp gefeuert. Und so fand man ihn nicht. So hat er noch 20 Jahre fast weiter Krieg geführt. Und erst Anfang der 70er Jahre wurde Onatahiro dann gerettet. Und auch das machte er nur, weil man seinen ehemaligen Vorgesetzten gefunden hat. Denn von jemand anderem als von seinem Vorgesetzten ließ er sich nicht ablösen. Also fast 30 Jahre über den Krieg hinaus gekämpft, weil er nicht mitbekommen hat, dass der Krieg zu Ende ist. Warum denke ich da bei ihm an Karl Lauterbach? Sie werden es ahnen. Ich habe den Eindruck, unser Gesundheitsminister würde auch noch 30 Jahre weiter kämpfen gegen Corona, gegen eine Pandemie, auch wenn in Wirklichkeit schon alles vorbei ist. Und wir haben jetzt die neuen Zahlen. Ich habe einen neuen Gastbeitrag dazu auf meiner Seite von einer Gastautorin, die auch Medizinerin ist, Friederike Kleinfeld. Und sie bringt diese neuen Zahlen. Und wir haben zwar jetzt so viele Corona-Fälle wie noch nie, ist ja auch kein Wunder, wenn man immer testet. Der Jens Spahn hat ja früher schon gesagt, wenn wir ständig weiter testen, wenn wir die Geimpften auch noch testen, dann hört das Ganze gar nicht mehr auf. Das ist heute alles vergessen. Wir haben also jetzt eine Rekordzahl von Fällen und wir haben knapp unter 300 Todesfälle pro Woche. Und dabei einen Altersschnitt von 82 bzw. ein Altersmeridian von 85. Natürlich ist es so, dass jeder Mensch, auch ein sehr alter Mensch, dass das Leben gleich viel wert ist wie bei einem Jungen. Aber wenn man diese Zahl anschaut, wenn man es dann vergleicht, ich glaube täglich sterben, ich muss nachschauen, ich habe es schon wieder vergessen, bevor ich was Falsches sage, etwa 3000 Menschen in Deutschland. Und hier haben wir wöchentlich eine Zahl von unter 300. Wir haben zum Höhepunkt der Corona-Raten hatten wir 6.434 Tote in der Woche. Jetzt sind es unter 300 und man macht so weiter, als habe sich nichts geändert, beziehungsweise es habe sich schon etwas geändert, aber
als könne man nicht richtig alles aufheben, wie das in anderen Ländern passiert. Für mich ist das rätselhaft. Also ich weiß zum Beispiel, in Montenegro existiert Corona eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Alles aufgehoben, formell in den Lebensmittelläden noch eine Maskenpflicht, aber die war schon früher nicht so streng und ist es heute noch weniger und so auch in ganz vielen anderen Ländern. Aber unser Karl Lauterbach, der kämpft weiter wie der japanische Offizier und ich fürchte, er wird noch 30 Jahre weiter kämpfen, wenn man ihn nicht stoppt, wenn man keinen Suchtrupp losschickt, um das mal sozusagen, vielleicht ein Suchtrupp, dass man an seinen Kopf hinkommt. Ich hatte erst gestern eine Geschichte auf der Seite, wie er von die Wirklichkeit inzwischen völlig verstellt. Da war dieser Chef der Provita-Krankenkasse, der diese Analyse gebracht hatte, eine sehr interessante Analyse über Impfnebenwirkungen, dass die millionenfach da sind. Den hat man daraufhin in einer Nacht- und Nebelaktion den Vorstand zusammengerufen, gefeuert. Und dann sagte Karl Lauterbach jetzt, ja, der musste ja zurücktreten, was suggeriert, dass er sich geirrt hat und deswegen zurücktreten müsste. Also losgelöst von der Realität. Ganz, ganz bitter. Ja, ich habe heute das Bundespressekonferenz-T-Shirt an und all das würde ich gerne auf der Bundespressekonferenz fragen, würde auch den Herrn Lauterbach direkt fragen, warum er das entstellt, aber Sie wissen, ich wurde ausgeschlossen, phänomenal in meinen Augen, aber ich wehre mich dagegen, ich hoffe jetzt, dass bald schon der Schriftsatz vom Anwalt kommt, der ans Gericht geht. Ich freue mich, wenn Sie mich da unterstützen bei diesem Kampf, weil ich kriege keine GEZ-Gebühren und alles, auch die ganze Seite, die ganze Arbeit, nur dank Ihrer Unterstützung möglich. Umso wichtiger ist das. Danke, dass Sie zugeschaut haben und hören Sie nicht auf zu hinterfragen. Hören Sie nicht auf, kritisch zu sein und gerade bei jemandem wie Karl Lauterbach, ich habe den ja persönlich erlebt, auch in der Bundespressekonferenz. Und mein erster Gedanke ist oft bei Menschen, wenn ich die sehe, würde ich in einem Restaurant essen, wenn ich den als Koch sehen würde oder würde ich da einen Gebrauchtwagen abkaufen? Ich sag meine Antworten, meine Schlussfolgerungen, zu denen ich gekommen bin bei dem Treffen mit Karl Lauterbach jetzt nicht, weil ich da diplomatisch bin. Ich denke, Sie können es sich selber denken, was meine Schlussfolgerung ist. Ich war heute richtig kurz, 5 Minuten und 42 Sekunden ist für mich fast ein Rekord. Schauen Sie wieder rein. Alles Gute. Danke. Ciao. Wir sehen uns so. Hi, Schuster, 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 Schuster.